Hallo und herzlich willkommen zu Parascha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parascha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parascha Netzavim. Der Abschnitt beginnt bei 5. Mose 29, Vers 9 und endet bei Kapitel 30, Vers 20. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Im September 1783 trafen sich Stellvertreter Großbritanniens und der USA in Paris, um einen Vertrag zu unterzeichnen. Dieser auch als Frieden von Paris bekannte Vertrag beendete den amerikanischen Revolutionskrieg und errichtete die Vereinigten Staaten von Amerika, die wir heute kennen. Obwohl der Vertrag inzwischen längst durch Vereinbarung neueren Datums ersetzt worden ist, ist Artikel 1, der den Vereinigten Staaten den Status einer freien und souveränen Nation garantiert, auch heute noch in Kraft. Das ist doch mal eine beständige Sache. Wo wir gerade von Verträgen und Abkommen sprechen. In unserer dieswöchigen Parascha bestätigt Gott erneut einen Vertrag, den er bereits mit uns geschlossen hat. Bevor wir endlich ins Land einziehen, gibt Gott eine eindeutige Absichtserklärung von sich. Er will, dass wir auch weiterhin sein Volk sind. Er will auch weiterhin unser Gott sein. Also bestätigen Mose und unser Volk erneut den Bund, den sie mit Gott geschlossen haben. Das hebräische Wort für Bund ist Brit. Dies bezeichnet eine Vereinbarung, ein Abkommen oder einen Vertrag. Damals wie heute schlossen Länder andauernd Vereinbarungen und Abkommen miteinander. Das geschah als Ausdruck des Wunsches nach Frieden oder Zusammenarbeit. Wie beim bereits erwähnten Vertrag zum Frieden von Paris. Die Fixierung und Unterzeichnung auf dem Papier bedeutete, dass man es mit dem Einhalten der eigenen Versprechen ernst meinte. Das hieß allerdings nicht, dass die Dinge immer nach Plan verliefen. Damals wie heute zogen sich Länder oder Parteien aus Verträgen zurück oder hielten sich nicht mehr an ihr gegebenes Wort. Und das führte in der Regel zu Streit oder gar zu Krieg. Beste Freunde konnten zu den schlimmsten Feinden werden und ein Stück Papier war noch nicht einmal eine Garantie für irgendetwas. Im Tanach lesen wir fortwährend davon, wie Länder mit Israel Verträge schlossen, nur um sie zu brechen. Oder wie Könige von Israel Geld an Nachbarländer zahlten, damit die ihre Verträge mit anderen Königen aufkündigten. So viel dazu, sich an ein gegebenes Versprechen zu halten. Da drängt sich natürlich die Frage auf, wozu überhaupt einen Vertrag oder in einen Bund eintreten, wenn die Leute sich ja sowieso nicht daran halten. Vielleicht sollten wir auch fragen, ob Gott sich an seiner Seite der Abmachung halten wird. Wer sollte ihn schließlich daran hindern, sich zurückzuziehen, vor allem, wenn wir unsere Seite nicht einhalten? Nur gut, dass Gott nicht so ist wie wir. Wenn er etwas sagt, dann meint er es auch so. Und genau das ist der Unterschied zwischen einem von Gott geschlossenen Bund und einem von uns Menschen geschlossenen bloßen Vertrag bzw. Abkommen. Wenn Gott einen Bund mit jemandem schließt, bleibt er diesem Bund treu. Selbst wenn die andere Seite sich nicht daran hält. Denk doch nur einmal an Abraham oder David. Beide waren Gott ungehorsam, aber Gott blieb seinen Verheißungen dennoch treu. Und gleiches gilt auch für unser Volk. Eben das Volk, dem er in unserer vorliegenden Parascha den Bund bestätigt. Tatsächlich enthält die Sprache sogar Hinweise darauf, dass Gott schon bei dieser Bestätigung des Bundes nur zu gut weiß. Trotz der Bestätigung wird unser Volk sich nicht daran halten. Und letztendlich tun sie es wirklich nicht. Auch wir als ihre Nachkommen tun es nicht. Wir beten lieber andere Götter an, damals welche aus Holz oder Stein. Heute gilt unsere Anbetung dem Erfolg, dem Status, der Unterhaltung oder uns selbst. Wir sind untreu. Wir haben den Bund gebrochen. Doch wie schon einmal gesagt, trotz unserer mangelnden Treue macht Gott seine Verheißung an uns nicht rückgängig. Warum denn nicht? Es würde doch absolut Sinn ergeben, wenn er uns einfach ausradiert und ganz neu anfängt. Oder ein anderes Volk erwählt und mal anderen eine Chance gibt. Aber das tut er nicht.
Er liebt uns nämlich. Tatsächlich erklärt er in unserer dieswöchigen Parascha sogar kategorisch, dass wir ihn verlassen werden. Er jedoch seine Verheißung aufrechterhalten und uns zu ihm zurückbringen und uns ein neues Herz schenken wird, damit wir ihn wirklich mit unserem ganzen Sein lieben können. Statt uns wegzuwerfen, befähigt er uns zur Einhaltung seiner Bundesbedingungen. Wie? Durch den Messias Jeschua, den einzigen, der jemals dieser Vereinbarung treu geblieben ist. Durch sein vollkommenes Leben und seinen freiwilligen Tod an unserer Stelle hat der Messias Jeschua uns den Weg gebahnt, damit wir ein neues Herz bekommen können. Ein Herz, das sich danach sehnt, das Gute zu wählen und unseren Schöpfer zu lieben. Wir waren treulos, jawohl. Gott jedoch bleibt treu. Verträge kommen und gehen. Der Friede von Paris war seinerzeit revolutionär. Heute ist er nur noch eine geschichtliche Tatsache. Auch von uns gegebene Versprechen kommen und gehen. Wir versprechen, unseren Freund oder unsere Freundin, unseren Mann bzw. unsere Frau zu lieben und stellen fest, dass wir wieder und wieder unser Wort brechen. Manchmal durch willentliche Entscheidung, manchmal schlicht und einfach, weil wir unser Versprechen gar nicht halten können. Aber weil Gott sein Versprechen hält, kann er uns zu Menschen machen, die ihre Versprechen halten, selbst dann, wenn es schwer wird. Vielleicht hast du jemanden geheiratet, empfindest aber das Leben mit dieser Person als unerträglich. Vielleicht hast du jemandem Geld geliehen, der es besser nicht erhalten hätte. Vielleicht hast du einen Geschäftsabschluss getätigt und dich nicht daran gehalten. Was auch immer auf dich zutrifft, Gott kann dir helfen. Durch den Messias Jeschua kann er dein Leben dermaßen radikal verändern, dass es Auswirkungen zum Guten auf deine Ehe, deine Geschäfte und dein Wirtschaftsverhalten hat. Denn Gott schenkt dir die Fähigkeit, ihn mit allem zu lieben, was du bist. Und wenn du das tust, tust du das, wozu du erschaffen wurdest. Triff also die richtige Entscheidung und schließe den größten aller Verträge. Gib deine Verdorbenheit vor Gott zu und bitte ihn um Vergebung. Dank dem Messias Jeschua wird er diese Verdorbenheit wegnehmen und dir ein neues Herz schenken, samt der Fähigkeit, so zu lieben, wie du es tun solltest. Das ist nicht nur die größte Sache des Jahrhunderts, das ist die wichtigste Sache aller Zeiten. Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören, also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfuerjesus.de.